Es geht um Millimeter. Ruhe und höchste Konzentration sind jetzt gefragt, denn der Wurf muss genau passen. Willkommen beim sogenannten Pétanque, ein Schwestersport von Boccia. Aus bis zu 10 Meter Entfernung müssen die Spieler dieser kleinen gelben Kugel, genannt Schweinchen, so nah wie möglich kommen. Beobachtet von einem nackten Hintern. Was der genau bedeutet, dazu später. Pétanque ist eines der ältesten Spiele und das haben wir damals schon, die Griechen haben das schon gespielt. 460 vor Christus hat der Hippokrates das Spiel schon gelobt. Ein Spiel für die Konzentration, die Bewegung, die Geselligkeit. Normalerweise wird Pétanque draußen gespielt. Die Winterpause ist den Kugelwerfern aber zu lange. Deshalb hat der pensionierte Tierarzt ein Winterquartier für seinen Verein gesucht und ist im ehemaligen Biller mitten am Bad Leonfeldner Hauptplatz fündig geworden. Auf 4 Bahnen werden hier die Matches ausgeworfen. So ein Spiel dauert meistens 3/4 Stunde. Man geht an und für sich auch in einem Spiel fast einen Kilometer, nur hin und her. Man glaubt es gar nicht, dass man auch sehr viel geht. Und dann ist es ein Denkspiel. Man muss sich konzentrieren, man muss die Bewegung machen, man muss die Kugel richtig auslassen und schauen, dass man, oder man schießt dynamisch, dass man wirklich dynamisch schießt. Also, es ist nicht so ein Kugelspiel, nur Kugelscheiben. So richtig bekannt ist Pétanque in Österreich noch nicht. Für viele ist alleine die richtige Aussprache eine Herausforderung. Die Leute meinen immer, wie heißt das? Ich sage, brauchst du nur bedanken, dann hast du es schon richtig gesagt. Schreib du etwas ganz anders. In Frankreich etwa ist Pétanque eine Nationalsportart mit über 9 Millionen Aktiven. Bei uns wächst die Szene zumindest. Es gibt Bundesliga- und Landesliga-Bewerber. Spielen kann jeder. Die Kosten dafür sind niedrig. Die Zählweise erinnert etwa an Eisstockschießen. Wer näher am Schweinchen ist, bekommt Punkte. Wer zuerst 13 hat, ist der Sieger. Aber aufgepasst, eine hohe Niederlage ist mit einem Kuss auf einen nackten Hintern zu bezahlen. Wenn das Spiel 0-13 ausgeht, dann hat man sozusagen einen Schneider. Ja? Und dann müsste man die Pfanne küssen. Ja, ich habe gesagt, das ist ein bisschen, na gut, okay, es kommt aus Frankreich. Ich habe da drüben ein Schwein, einen Schweinehintern, nachdem das Schwein ist, dann darf er den Schweinehintern küssen. Also ist nicht so diskriminierend. Damit es nicht so weit kommt, wird hier 2-mal pro Woche trainiert. Donnerstagnachmittag und Samstagvormittag. Kommen kann jeder und wer sich traut, kann auch gleich gegen ihn antreten. Rudolf Grahl, der Pétanque-Missionar aus dem Mühlviertel.